Conny und heute spielen wir mal wieder YouTube Live. Beim letzten Mal haben wir alle Eier vom Osterevent gesammelt und heute ist das Osterevent vorbei. Aber schon ein bisschen länger. Hier steht ein trauriger Mann, er weint. Ich muss mal mit ihm sprechen. Einen Augenblick. Hallo? Nichts. Lass mich allein. Okay, ich lass dich alleine. Okay, dann rede ich halt mit dir. Der YouTube-Account meines Bruders wurde gehackt. Der Roboter hat seinen ganzen Account übernommen. Ich vermisse diesen Kanal so fest. So fest, Digga. Wer sagt das? Schluchzt. Wenn du den Boss besiegst, dann erhältst du eine große Belohnung. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, mit dem Typen habe ich bisher noch nicht gesprochen. Und hier in der Mitte ist echt nicht mehr so viel los, seitdem das Osterevent weg ist. Hier gibt es auch diese Gruppensachen. Dann kann ich mich verifizieren, indem ich auf den Discord joine und so. Aber ich denke, da der Bosskampf sowieso erst in einer Minute 25 beginnt, gehe ich einfach mal zurück nach Hause und dort werden wir dann ein kleines Video aufnehmen. So, meine Werte sehen ja noch ganz in Ordnung aus. Wir setzen uns hin. Erstmal löschen wir die ganzen Hate-Kommentare, überbewertet selber. Langweilig. Du bist langweilig. Und dann spielen wir jetzt endlich Block Saven. So, hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Block Saven. Oh, ich habe es ein bisschen laut eingestellt. Ich muss es gleich mal leiser einstellen. So, Schnitt und noch ein Schnitt. Oh, der war gut. Die anderen beiden Schnitte waren nicht so gut. Dann laden wir das Video einfach mal hoch. Und während das Video hochlädt, kann ich mich ja kurz mal hier ein bisschen entspannen. Wisst ihr noch die guten alten Zeiten, wo man während des Hochladens warten konnte? Aber es ging ja auch sehr schnell. Block Saven hat... Oh mein Gott, wie viele Aufrufe mache ich denn? Ich habe ganz vergessen, dass ich schon 165.000 Abonnenten habe. Oh mein Gott. Ich habe 18.000 Abonnenten jetzt dazu bekommen. Das heißt, ich bin bei 183.000 Abonnenten jetzt. Das ging ja richtig gut. Ich habe ganz vergessen, dass mein YouTube-Kanal schon so gut abgeht. Ich esse jetzt einfach mal ein bisschen Käse hier. Der Roboter greift an. Aber nur mit guter Laune kann ich gegen den Roboter kämpfen. Einen Augenblick. Und da hat wohl jemand den 100.000 Play-Button erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen jetzt zum Portal und kümmern uns um diesen Roboter, der einfach ehrenlos den Account des kleinen Bruders von irgendeiner fremden Person gehackt hat. Zwei Leute mit diesem Arm, okay. Beim letzten Mal hat mich der Roboter ja tatsächlich einfach so erwischt. Ich weiß echt nicht, wie mir das passieren konnte. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach... Oh, ich muss halt wirklich jetzt darauf achten, wo die Laser hinfliegen. Oh Gott! Ich krieg das nicht mehr hin, Leute. Es ist mir schon wieder passiert. Seitdem ich beim letzten Mal abgeknallt wurde, ich war eben die ganze Zeit so nervös. Oh nein, der trifft mich. Ich meine, man kann den Lasern ausweichen, aber irgendwo ist die Map hier so klein und... Oh. Na gut, hey Paul, wie geht's? Okay, dann geht ihr halt ein Handy kaufen oder so. Ich mache jetzt noch mal ein Video für meinen YouTube-Kanal. Setz mich dafür hin. Ich möchte nämlich endlich die 500.000 Abonnenten erreichen, um Adopt Us spielen zu können. So, aber jetzt spielen wir erstmal wieder ein bisschen Block Saven. Beim letzten Mal haben wir irgendwie gar nichts gemacht außer der Begrüßung. Und heute ist das Video auch schon wieder vorbei. Nach der Begrüßung, so wie immer, so müssten eigentlich alle Videos sein. Dein PC ist kaputt, verbinde die Kabel. Ja, easy, das kann ich. Ich habe das studiert, Leute. Ich habe das studiert. Blau auf Blau, Magenta auf Magenta und Gelb auf Gelb natürlich. So, und jetzt kann ich weiterschneiden. Ist kein Problem für mich. Mein PC ist im echten Leben auch immer kaputt und ich fix das sofort. Oh, der Schnitt war hart. Der war nicht gut. Bewertung ging trotzdem noch in Ordnung. Ich lege mich nochmal ein bisschen hin und würde sagen, ich gehe dann einfach gleich mal rüber zum Laden. Mein Video wird ja gleich gut performen, mir ein bisschen Geld einbringen. Dann kann ich mir ein paar Upgrades kaufen, weil ich habe immer noch nicht die allerbeste Hardware. Der hat einfach gar keinen Skin, okay. Mein Video läuft sehr gut sogar. Ja, das gefällt mir. Gehen wir hier nochmal rein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.000 Abonnenten mit einem neuen Video gemacht. 127.000 Aufrufe, 14.000 Cash Money. Da kann ich mir... Oh, Digga, die Maus kostet mehrere Millionen. Was ist das? Bucher. Was habe ich denn noch gar nicht gekauft? Kann ich das irgendwo sehen bei Upgrades? Aktive Upgrades habe ich keine. Alle Upgrades. Router, Wi-Fi-Router. Okay, okay. Es gibt solche Upgrades. Aber ich meinte ja eigentlich hier den Shop. Oder? Nee. Kann ich denn sehen, wie es mit meiner Hardware aussieht? Naja, egal. Ich würde sagen, ich kaufe mir erstmal einen neuen PC hier. Ach, ich sehe ja hier, was ich habe. Der Bluo-PC wäre der nächste, den ich mir kaufen könnte. Aber ich kaufe mir direkt den Hyper-Y-PC mit 8 Sternen. Für 110.000 Cash Money kann man sich mal gönnen. Dann sind noch 24.000 übrig. Und da stellt sich dann die Frage, kann ich mir davon eine Maus kaufen? Ich habe momentan die Novo-Maus. Ja gut, dann kaufe ich mir natürlich die Bluo-Maus. So. Und dann gehen wir zurück nach Hause, richten uns die Wohnung mal ein bisschen ein, weil das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Übrigens, tut mir leid, der Roboter hat mich besiegt, ich konnte dir nicht helfen. Und dann gehe ich einfach mal hier rein und klicke einfach mal hier auf Baue. So, was habe ich denn alles? Was habe ich für Möbel? Ich habe keine Möbel. Okay, ich habe keine Upgrades. Ich habe den Playbutton. Ja, den Playbutton, den hänge ich mir auf jeden Fall mal auf hier. Ach, ich darf den nur aufstellen. Der wird nicht an die Wand gehangen. Alles klar. Na gut, dann stelle ich ihn mir hier neben meinen Kühlschrank. Der reflektiert auch schön. Und dann limitiert. Ach ja, stimmt, das Ding, das ich beim Osterevent gewonnen habe hier. Stelle ich einfach mal dahin. Dann kann dieses Bett hier, das kann weg.
Are you sure we want to delete das Starterbed? Ja, dann kriege ich Geld zurück. Ich will es eigentlich nur wegpacken. Nein, ich möchte es eigentlich nur zurücklegen. Ja, egal. Komm, das kommt weg. Keiner braucht das Starterbed. Ich habe das Osterbett. Dann gucken wir mal in Spaß. Habe ich hier irgendwas? Ach, hier kann ich mir jetzt auch endlich mal Sachen kaufen. Eine bessere Spaßmaschine, obwohl der alte Apparat, der tut's ja noch. Tische für 5000 besseren Tisch kaufen. Aber die gefallen mir alle nicht. Na, okay. Kühlschränke. Man braucht immer einen guten Kühlschrank in seiner Wohnung hier. Ich pack mir den Kühlschrank, der kommt hier hin. Und der Kühlschrank, der kommt weg. Ich krieg $24 für den Kühlschrank. Dankeschön. So ist das auch im echten Leben. Kühlschrank verkauft, $24 bekommen. So, Betten kaufe ich mir keinen. Ich habe ja jetzt mein Osterbett. Was gibt's noch? Sofas. Machen den Raum auf jeden Fall chilliger. Ich habe jetzt aber nicht mehr so viel Geld. Das Sofa hier sieht gut aus, aber dafür reicht's mir nicht. Dafür müsste ich nochmal ein neues Video machen. Regale. Ja, hier so ein Ikea-Regal kostet aber auch alles sehr viel. Für solche Sachen muss ich ein bisschen sparen. Die Dekoration ist aber gut. Das belebt die Wohnung ein bisschen. Es sorgt für freshere Luft. Und freshere Luft ist immer gut. Deswegen hier einfach so eine billige Topfpflanze reinstellen. Dann fühlt man sich direkt wohler. Und würde ich sagen, legen wir uns einfach mal in dem Bett hier schlafen. Sofort geht's mir wieder gut. Dann spiele ich nochmal ein bisschen an der guten alten Daddelmaschine. Und esse dann noch ein bisschen was. Ja, ein Apfel reicht für jetzt. Weil wir werden ja das nächste Video aufnehmen, sonst gehen wir hier noch pleite. Leute, wir müssen Videos machen. So, Blockshaven spielen wir jetzt nochmal so ein bisschen hier dies, das. Huch, da kamen eben keine weiteren Symbole. Nice, yeah. So, dann schneiden wir jetzt einmal das, den besten Schnitt aller Zeiten hinlegen, komm. Ja, bitte nicht mehr verkacken, Conny, bitte nicht mehr. Ich versage jedes Mal. Wenn die ersten beiden Schnitte gut sind, dann ist der letzte schlecht. 90% Schnitt ist immer noch eine gute Bewertung. Brauche ich mich nicht beschweren, aber ich kann schon wieder was essen. Na, okay, der Apfel hat mich nicht ganz gesättigt. Ich esse vielleicht ein bisschen Käse. Aber Leute, Käse ist nicht vegan. Vergesst das nicht. Und veganer Käse ist auch nicht so geil. Das ist dann immer so hier. Ja, will man eigentlich nicht essen. So, das Video performt sehr gut. Also damit bin ich zufrieden. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch direkt ein weiteres Video hier. Aber erstmal noch, dieses Video war so gut, dass ich es stumm geschaltet habe. Ja, also wenn ihr euren Lieblingscreator unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch das Video, wenn ihr gerade keine Zeit habt, das Video zu gucken oder keine Lust habt, trotzdem durchlaufen lassen. Den Tab dabei stumm schalten, das supportet den Creator natürlich auch. Wenn YouTube nicht weiß, dass ihr es nicht geguckt habt, aber denkt, dass ihr es geguckt habt. Ich spiele jetzt auch einmal Blocksaven hier, ganz schnell ein Video machen und dann versuchen wir nochmal den Roboter zu klatschen. So, und dann hier ein Schnitt. Noch ein Schnitt und noch ein Schnitt. Das waren jetzt alles so mittelmäßige Schnitte. Und dadurch habe ich doch auch eine gute Bewertung. 92% und runter zum Roboter. Schnell! Schnell, 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 Leute! Währenddessen noch ein bisschen hier Livestream und Kampf im Gange. Ich war zu langsam. Okay, dann streamen wir einfach ein bisschen. Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal wieder, keine Ahnung, ein bisschen Livestream. Oder wir nehmen vielleicht mal eine Story auf. Mal machen. Okay, das Video performt. Diesmal nicht so gut. Oh, doch, doch, doch. Das zieht jetzt nach. Das zieht jetzt nach. 30.000 Abonnenten mit dem Video gemacht. 22.000 Cash. Das ist stabil. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Laufen wir rum. Viele Secrets wird es jetzt hier, glaube ich, nicht geben, weil es läuft ja gerade kein Event. Ich gucke einfach mal, ob wir hier noch irgendwas Neues finden. Ich war ja lange nicht mehr drin. Roblox Felix kam aus dem Haus raus. Ich wusste gar nicht, dass der hier wohnt. Ich dachte, der wohnt in Bayern oder so. Wer trendet gerade? Florian... Victor Doktor? Okay. Meiste Spielzeit. Ja, meiste Spielzeit. Ich werde es niemals auf die Leaderboards schaffen, weil ich ja sowieso immer nur für ein, zwei Videos aufnehme. Aber trotzdem macht das Spiel Spaß. Ich glaube, wenn ich das Spiel so sehr suchten würde, würde es mir auch dann irgendwann keinen Spaß mehr machen. Was ich jetzt aber mache, ich gönne mir mal ein neues Telefon. Immer noch nicht. Und selbst wenn ich die 500.000 Subs habe, kann ich immer noch einen Tastenhandy nehmen. Ich krieg mein erstes... Was ist das, ein Samsung? Samsung Galaxy S irgendwas wahrscheinlich. Erst ab 1 Million Abonnenten. Ab 50 Millionen Abonnenten kann ich mir dann ein iPhone gönnen. Wobei der Knopf da in der Mitte deutet auch wieder darauf hin, dass es vielleicht kein iPhone ist. Keine Ahnung. Naja, gucken wir mal in die... Ey, Felix, geh weg. Was ist mit deinem Fuß los, Felix? Egal. Wir gucken einfach mal in die Upgrades rein. Können währenddessen natürlich streamen. Jo, Leute, heute kaufen wir mal wieder Equipment. Rich YouTube Live. Ja, also, heute, würde ich sagen, wird Zeit für ein neues Keyboard. Gucken wir mal, was wir gerade haben. Wir haben das Blue Keyboard, obwohl das Blue Keyboard ist gut. Wo sind wir denn momentan nicht so gut ausgestattet? Bei den Monitoren vielleicht? Da haben wir momentan nur den Novo-Monitor. Okay, da müssen wir wirklich aufrüsten. Da holen wir uns erstmal den Blue-Monitor. Ist ein einzelner Monitor, immer noch. Single-Monitor-Setup bin ich gar nicht so ein Fan von. Zwei Bildschirme braucht man als YouTuber eigentlich schon. Ab drei Bildschirmen wird es anstrengend. Da braucht ihr dann auch ein richtiges, einen guten Schreibtisch dafür. Gutes Setup, damit ihr mit drei Bildschirmen klarkommen könnt. Aber zwei sind schon ein Muss.
Ich persönlich, ich alleine, mein Aufnahmeprogramm ist auf dem rechten Bildschirm, weil ich spiele Roblox auf dem linken Bildschirm. Und in der Mitte habe ich dann auch meistens noch was weiteres. Aber diesen zweiten Bildschirm, den braucht man eigentlich wirklich. Naja, dann gehen wir wieder rein. Hier drin wird natürlich nicht gestreamt, weil sonst leaken wir natürlich unsere Wohnung. Das wollen wir gar nicht. Es ist gut genug, dass wir sie schon leaken, während wir, wenn wir so lange livestreamen, bis wir vor der Tür stehen. So, jetzt einmal hier noch alles voll machen für das nächste Video. Weil ich will, dass das nächste Video ein Banger wird. 100% beides, ja? Dafür esse ich jetzt erstmal einen fetten Salat. So, mir geht's perfekt. Also wird das Video jetzt auch perfekt. Wir spielen noch einmal Block Saven. Und dann bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Yeah. Oh, jemand hat den 1 Million Play-Button erreicht. GG, Tom. Okay, es wird keine 100%. Es wird keine 100%. Oh, und natürlich wird der letzte wieder so weiter nehmen. Naja, 93% ist auch ganz gut. Ist gut, kann man so verkraften. Wir gehen nochmal raus. Vielleicht greift der Roboter ja gleich wieder an. Ich meine, müsste doch langsam wieder Zeit werden, oder? 2 Minuten noch, na gut. Na gut, dann müssen wir wohl doch noch ein bisschen warten, bis der Roboter wieder angreift. Victor hat mich gerade auch auf Discord angeschrieben, aber ich werde jetzt nicht mit Victor reden. Ich will dieses Spiel hier spielen. Oh, hier ist auch ein Taucher, mit dem ich sprechen könnte. Mein Video... Oh Gott, das Video performt wirklich gut. 40.000 Abonnenten, 229.000 Aufrufe. Das Video hat gut performt. Nice. Okay, jetzt sprechen wir mal. Hey Conny, du siehst aus, als würdest du in der Sonne schmoren. Ja, ich hasse Sonne. Lass uns tauchen gehen. Keine Sorge, brauchst keine Ausrüstung. Alles klar. Während du tauchst, halte Ausschau nach wertvollen Schätzen. Alles klar. Die hat eine ziemlich große Belohnung. Da bin ich gespannt. Viel Glück. Ich brauche keine Ausrüstung. Nice. Das wollte ich schon immer. Oder ist Louis? So, wo sind diese großen Schätze? Hä? Wo sind die? Ich brauche keine Ausrüstung zum Tauchen. Hier. Hier kann man unter das Ding durchtauchen. Da muss der Schatz versteckt sein. Da muss er versteckt sein. Hier drunter. Na gut. Das war wahrscheinlich nicht gewollt. Aber was wir natürlich schon wissen, da hinten ist so ein diamantener Playbutton. Glowing Plug. Okay, cool. Und hier hinter ist mir wieder nichts. Okay. Kann ich eigentlich natürlich einen Tauchstream machen? Muss natürlich arbeiten. Und da liegt was. Da liegen wirklich Sachen. Okay, hier. Einmal sammeln. Okay, das sind dann immer ein paar Diamonds, die ich bekomme, wie es aussieht. Wertvolle Schätze. Die Diamanten habe ich bisher auch noch nie ausgegeben. Ich werde die einfach weiter farmen. Während ich streame, kriege ich ja sowieso ziemlich gut Diamanten dazu. So, noch ein Diamant bekommen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch weitere Schätze finden. Jetzt weiß ich ja, wie die so ungefähr aussehen. Aber hier müssen auch hinten langsam mal welche kommen, oder? Irgendwo, Schätze, please. Please, Schätze. Das ist der goldene Playbutton für 1 Million Abonnenten. Aber keine Schätze. Was ist das hier eigentlich für eine YouTube-Welt? Da hinten ist ein Schatz. Ich habe ihn gefunden. Eine Krone. Meins. Ja. Okay, gibt's sonst noch irgendwas? Der Roboter greift an. Okay. Ich glaube, ich habe sowieso alle Schätze gefunden. Wenn nicht, dann wäre da vielleicht hinten in der Bucht nochmal was. Sehe ich von hier aus nichts. Los, auf zum Roboter. Okay, hier dürfen wir nicht mehr streamen. Weil das, was hier passiert, das ist was Persönliches. Und Streit sollte man nicht öffentlich austragen. Auch wenn die Zuschauer sowas gerne sehen. Nein, nicht schießen. Bitte. Nein. Mist, er hat direkt auf mich geschossen und ich dachte mir jetzt, ich bleib stehen. Ah, ich kann das nicht. Leute, ich weiß es nicht. Entweder der Roboterkampf ist schwerer geworden oder ich bin einfach schlecht geworden. Ich kann es einfach nicht. Warte, ich frag mal Victor. Victor, ich bin gerade in der Aufnahme. YouTube Live. Kann es sein, dass dieser Roboterkampf schwerer geworden ist? Oder hast du keine Ahnung? Nein, ist er nicht. Es ist einfach. Er ist auch einfach, aber ich wurde jetzt schon das dritte Mal hintereinander vom Roboter abgeschossen. Wie schlecht bist du? Ich weiß es nicht. Beim ersten Mal... Etwa besser. Beim ersten Mal war ja schon im letzten Video, da ist es in Ordnung, das war dumm von mir, dass ich die Richtung gewechselt habe, als er auf mich geschossen hat. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber jetzt habe ich 2 Mal drauf geachtet und bin trotzdem abgeschossen worden. Ihr seid nicht schlecht. Ja, beim ersten Mal war er auch schlecht. Ich sehe das Problem nicht. Ja. Na gut, ich werde jetzt nochmal ein Video machen. Ich müde mich auch hier nochmal hier. So, machen wir noch ein Block-Saven-Video, weil gegen den Roboter komme ich nicht mehr an. Ich bin einfach zu schlecht dafür. So, fantastisch. Dann machen wir mal weiter hier. Ein Schnitt. Ui, ein guter Schnitt. Und dann noch ein Schnitt. Ui, ein guter Schnitt. Und dann noch ein Schnitt. Ah, und mal wieder daneben. 92%, oder? Na, 93. Okay, hochladen, veröffentlichen. Und dann will ich jetzt aber die 1 Milliarde Abonnenten bekommen. Wer, wenn nicht? Mal kurz ein bisschen schlafen. Ach ja. So, da ein bisschen zocken.
Und das Video geht jetzt ab. Und es bringt mir... Na, es bringt mir schon wieder mehr als 30.000 Abonnenten. Das ist nice. Das ist wirklich nice, wenn ich so viele Abonnenten durch ein Video bekomme. 43.000 Abonnenten, 32.000 Cash. Mein Kanal wächst, die Videos laufen immer besser, wenn es im echten Leben nur so wäre. Vor allem, die Videos sind ja hier gar kein Aufwand in diesem Spiel. Ich find's gut. So, ich gehe jetzt mal hier in die Upgrades rein. Kann ich mir hier direkt was kaufen oder geht das nicht? Hier sehe ich nur meine Upgrades und ich habe keine weiteren... Vor allem Upload-Geschwindigkeit erhöht. Wofür brauche ich noch mehr Upload-Geschwindigkeit? Das geht so schnell schon. Na gut. Aber Leute, ich habe jetzt die 300.000 Abonnenten. Es wird Zeit für eine neue Wohnung, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel so eine Wohnung hier kostet. Eigentlich ist das relativ unnötig, weil meine Wohnung kostet mich nichts. Aber ja, wir gucken uns einfach mal oben. Das Starter-Apartment kostet nichts. Hat 3 Upgrade-Slots. Und die sind im Besitz. Okay. Dann gucken wir weiter. Das nächste Apartment wäre das hier. 5 Millionen kostet schon. Okay, warte. Ich will das teuerste sehen. Das war ja diese Yacht, habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, die Yacht für 1 Trillion. Alles klar. Also dann... Okay, okay, okay. Also, ich muss da ein bisschen sparen. Ich merke schon. Na gut, dann hole ich mir kein neues Haus. Ein bisschen teuer. Aber trotzdem, hier steht immer Upgrades. Aber diese Upgrade-Möbel, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Keyboard, Dings, Mics, Cameras. Gibt es hier sonst noch was? Irgendwie nicht, ne? 290 Billionen, alles klar. Aber ein neues Mikrofon wäre oder eine Kamera. Ich habe ja bisher noch die Starter-Kamera. Komm, wir holen uns mal eine neue Kamera. Und zwar eine gute, die Hyper-Y-Kamera. Holen wir uns schon mal. Und dann noch das Blue-Mikrofon, damit ich ein bisschen besser klinge, ein bisschen besser aussehe. Aber sonst haben wir hier bei den Upgrades ja keine Upgrade-Möbel. Die muss man sich wahrscheinlich immer bei Gruppenbelohnungen holen, verifizieren. Was kann ich hier aus dem Eck bekommen? Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, ich öffne einfach mal für 250 Diamonds diese Truhe und wir gucken mal, was wir da rausbekommen. Hier könnten wir einen Wi-Fi-Router rausbekommen. Wir könnten eine Kaffeemaschine bekommen, Lautsprecher, Goldbars, alles klar. Wir probieren es einfach mal. Wir legen es einfach mal drauf an und wir kriegen einen Wi-Fi-Router 6. Gott, das sieht doch nicht aus wie ein Wi-Fi-Router. Als ob. Das war, warte mal, das war das Krasseste, was man bekommen kann. Oh mein Gott. 2%ige Chance. Legendär. Ich habe einfach beim ersten Mal ein legendäres Item gezogen. War das jetzt Glück oder ist das gerickt, dass man am Anfang immer was Krasses sieht? Alles klar, einen Augenblick. So, wir stellen uns erstmal hier einen Wi-Fi-Router. Alles klar. Ja, der kommt hier in die Ecke. Das ist unser Wi-Fi-Router. Alles klar. Ich habe einfach... Was ist denn? Das hat doch nichts mehr mit Wi-Fi zu tun. Soll das die Antennen sein? Wenn ich im echten Leben sowas hätte, das wäre schon ziemlich stylisch. Da wäre es mir egal, ob mich das Ding verstrahlt. Okay, jetzt müssen wir noch ein Video machen damit. Das bringt mir wahrscheinlich nur ein bisschen hier Upload-Geschwindigkeit, hier Upgrades. Wi-Fi-Router 6. Videos laden 50% schneller hoch, wenn platziert. Okay, ich meine, das ist der beste Wi-Fi-Router, den man bekommen kann. Ich will mich nicht beschweren. Video lädt jetzt schneller hoch. Oh, Cops and Robbers trendet. Dann müssen wir da zurück. Die Leute lieben meine Cops and Robbers-Video. Wisst ihr noch, damals bin ich groß geworden. So, machen wir ein Cops and Robbers Video. Jetzt müssen wir das auch gut schneiden hier. Mit der Kraft meines Wi-Fi-Routers. Schneide ich nicht so gut. Okay. Na gut, dann nicht. Aber wir laden es trotzdem hoch und wir gucken mal die Upload-Geschwindigkeit. Ist ziemlich schnell. Aber die war vorher halt schon ziemlich schnell. Jetzt ist es noch schneller. Aber keine Ahnung, ob man das wirklich braucht. Aber er sieht geil aus. Er sieht schon geil aus. Und boah! Das hat sich richtig gelohnt, ein trennendes Spiel zu spielen. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott! Das hört nicht mehr auf. Ich habe 141.000 Abonnenten dazu bekommen. 1,5 Millionen Aufrufe. Hallo, Lady. Oh, sie ist weg. Okay, dann müssen wir gleich noch ein Video machen. Ist mir egal, ob der Roboter angreift. Nicht lustig. Ich hasse dieses Video. Ich hasse dich. So, Cops and Robbers. Das müssen wir direkt nochmal machen. Das müssen wir mit abgreifen, wenn das so gut läuft. Boah, die Leute lieben mich ja wirklich. Okay, okay. Nice. Jetzt noch ein Video zu Cops and Robbers hier. Und noch ein Schnitt. Und der letzte Schnitt muss perfekt sein. Na, fast perfekt. Aber das ist dann noch 93%. Ja, 93% ist stabil. Ich lege mich nochmal ins Bett, während das Video hochlädt. Was ist schneller? Hochladen oder schlafen? Und beides gleich schnell. Alles klar, die Aufrufe, die schießen in die Luft. Ich habe jetzt schon 1 Million. Ich habe 2 Millionen Aufrufe gemacht. Leute, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss jetzt so viele Cops and Robbers Videos machen. Das wird meinen Kanal so nach vorne boosten. Ich wollte eigentlich schon Schluss machen, aber das muss jetzt sein. Oh mein Gott, ich darf nicht mehr aufhören, Cops and Robbers zu spielen. So, dann noch ein Schnitt hier. Ah, das war ein schlechter Schnitt, aber das muss jetzt schnell rausgehauen werden, Leute. Solange es noch geht. Die Leute lieben meine Cops and Robbers Videos. Ich muss das machen. Ah, schlechtes Video, ist egal. Komm, wir zocken jetzt ein bisschen, damit ich wieder ein bisschen Spaß habe. Damit die Videos auch besser performen am Ende. So, das Video wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass abgehen. Ich esse trotzdem nochmal einen Salat und... Ja, das Video geht nicht so krass, aber trotzdem 92.000 Aufrufe. Das ist stabil, das Spiel trendet jetzt nicht mehr. War mir schon klar. Und der Roboter ist jetzt wahrscheinlich auch wieder zu. Ja, es ist zu. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!